Willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Es ist super spannend, weil wir jetzt den ganzen Weg, den wir schon mal gelaufen sind, nochmal laufen dürfen, einfach weil wir da hinten keine Flugroute haben und ich einfach total verkackt habe. Ich werde einfach mal die Pokémon, die wir so auf dem Weg treffen, umklatschen, in der Hoffnung, dass wir nachher stark genug sind. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt eigentlich die stärksten Pokémon, die wir so haben, dabei? Ich glaube schon, oder? Würde auf jeden Fall Sinn machen, wenn es so wäre. Smetbo erreicht Level 42. Ein schönes Level, muss ich sagen. 42 gefällt mir. Tentacha! Ja, noch eins. Mhm. Das lohnt ja fast den Aufwand nicht. Aber irgendwie ist Duflo ja sowieso nicht in der Lage zu fliehen. Aus welchen Gründen auch immer. Das war ein süßer Volltreffer. Muss ich schon sagen. Hat zwei AP abgezogen. Nee, KP. KP. So, mit dem hatten wir ja schon zu tun. Wir könnten uns das da unten mal angucken. Es führt... Wohin? Ich weiß gar nicht. Wohin führt das? Noch ein wildes Tentacha, Level 16. Mensch, die sind ja aber auch wirklich herausfordernd. Autsch. Hat auch 2 KP abgezogen und ist kein Volltreffer gewesen. Ja. Oh, ein Item. Das Spiel will mich trollen. Ich habe letzte Folge noch erzählt, wie blöd ich Sonderbonbons eigentlich früher fand, ja. Und dass ich die immer verkauft habe. Was finde ich? Ein Sonderbonbon. Das Spiel ist nicht auf meiner Seite. Definitiv nicht. Mitten im Wasserfall. Ernsthaft. Ein Golking. Ich habe noch kein Golking. Will ich einen Golking? Ich glaube schon. Aber theoretisch haben wir auch schon Goldini und das könnte man ja entwickeln, wenn man denn die Zeit dafür hat. Ich krieg's ja nicht mal hin, die paar Pokémon, die ich trainieren möchte, auf ein anständiges Level zu bringen. Ach, sind wir heute immun gegen Schlafpuder? Dann, geht's auch so. Ich hätte mal eine interessante Frage, die ich einfach mal so in den Raum werfen wollte. Habe ich bestimmt schon 1000 Mal gefragt, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Beziehungsweise gucken ja jetzt auch andere Leute wahrscheinlich zu, als die, die damals zugeguckt haben, als ich noch nicht pausiert hatte. Habt ihr das damals auch, also diese Gerüchte gehört von wegen, ja, wenn ihr ein Pokémon fangt und... Dann drückt jedes Mal A, wenn dann dieser Ball, wenn der so hüpft, jedes Mal, wenn der Ball aufkommt, A drücken. Beziehungsweise manche sagten auch einfach A gedrückt halten, daran habe ich persönlich dann nicht geglaubt. Aber manche sagten wirklich, es soll helfen, wenn man immer, wenn der Ball aufkommt, A drückt. Und dann, wenn er am Ende liegen bleibt, A gedrückt halten. Und dass dann das Pokémon mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gefangen wird. Ich glaube nicht mehr dran. Ganz ehrlich, nachdem ich jetzt, also als Kind, ja, wollte man sowas natürlich glauben, dass solche verrückten Techniken irgendwas bringen, ja. Vor allem hat man ja auch dann davor gesessen und richtig mitgefiebert und war sowieso angespannt wie sonst irgendwas. Man hat deswegen da auf den Tasten teilweise einfach nur aus Energieüberschuss rumgehämmert. Aber heutzutage glaube ich einfach nicht dran, dass das irgendwas bringen soll. Oder kann. Also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht dran. Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr solche Drück-diesen-Knopf-Techniken praktiziert? Glaubt ihr da dran? Oder wie auch immer. Das würde mich echt mal interessieren. Ein Freund von mir, der zum Beispiel, der hat immer A und B abwechselnd gedrückt, solange wie das Pokémon noch nicht aus dem Ball wieder ausgebrochen war. Der hat darauf geschworen. Aber das konnte ich wiederum
Das habe ich für Dummfug gehalten. Ich weiß nicht. So, nein. Das ist ja ein Kampf, ne? Wieso? Mist, das habe ich nicht gelesen. Das hat keine Wirkung, ja. Hätte ich mal gelesen. Aber wir kommen ja gleich zu dem Haus, das uns heilt. Also das Haus nicht, aber die Bewohnerin da drin, deren Namen ich nicht kenne. Hallo, können wir jetzt vielleicht auch mal wieder was machen? Nein? Doch? Wow. Das ist nicht sehr effektiv. Ich glaube, wir müssen da mal Tauboga ranlassen. Tauboga klärt das Ganze für uns. Oh nö. Dein Ernst? Och, Spiel. Das war's mit Tauboga. War ein kurzes Vergnügen. Flammrad. Bam. Jawohl. Morgott? Mach ruhig. Keine Ahnung. Ah. Versuchen wir es mal mit Zornklinge. Hä? Das hat mich jetzt verwirrt. Erdbeben. Wow. Es sieht aus wie Bodenwasser, aber ich glaube, es ist nur Boden. Kann das sein? Nein, es ist Bodenwasser. Definitiv Bodenwasser. Sonst hätte die Attacke ein bisschen besser treffen können. Boah, ich glaube, unser Tornupto ist bald am Ende hier. Yay, Level up! Oh wei. Ja, da können wir Tornupto draußen lassen, schönes Flammrad drauf und dann hat sich die Sache eigentlich. So, mal gucken, was bringt das? Genug. Definitiv genug. Was? Gudrun! Oh Gott. Etwas Tolles gefunden. Route 34. Ich fliege jetzt nicht nochmal zurück, ne? Definitiv nicht. Ein Dodo. Ich hätte gern ein Dodo. Ich befürchte, es wird mich das Leben kosten. Na, es ist eigentlich okay. So. Mal schauen, ob wir das so schon gefangen kriegen. Jetzt kann ich auch erklären, was ich meine. Ah, und dann... Oh Gott, das ist... Früher ging das besser. Wenn man so ein bisschen in Übung war. Ich bin ja total aus der Übung draußen, also. Es bringt einfach nichts. Aber es schläft immer noch. Wir könnten noch einen Ball drauf werfen. Oh! Ich mache jetzt einfach einen Absorber, ganz einfach. So. Paralysiert. Raserei. Mhm. Ja, natürlich. Es hätte so viel besser laufen können, ne? So, Smetbo. Direkt nochmal ein Schlafpuder hinterher. So, in der Hoffnung, dass ich es nicht umbringe. Ja. Aha. Gut. Auch okay. Ich gehe den nächsten Kämpfen doch lieber aus dem Weg. Wenn man sich mal betrachtet, wie wenig Pokémon wir noch haben, dann wäre das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Aber naja. Kann ich mit Smetbo fliehen? Mit Smetbo kann ich fliehen. Warum auch immer ich mit
Duflon nicht fliehen kann. So. Ach. So, Smetbo. Mann. Radikal. Nee, jetzt nicht. Oh Mann. Ich will einfach nur noch durch. Ob Bonita haben will. Bring es bitte nicht um. Sehr schön. Einer ist noch drin, oder? Einmal Konfusion geht noch. Oh Gott, ich kann nicht hingucken. Ah. Da noch ein Schlafpuder drauf. Oh mein Gott, ist das süß. Das ist so putzig. Putzige Pixel. Ah, wir haben ein Bonita gefangen. Ah. Yay. Nein, das bekommt keinen Spitznamen. So. Ja, bitte einmal heilen, danke. Ah. Ich glaube, den Facepalm hat man gehört, oder? Das ist doch nicht wahr. Gerade wieder dann zurück zum Heilen. Wie ich die Sache so sehe. Genau, zwinker mich noch an, Pikachu. Ja, fang ruhig an. Alles okay. Donner. Donner war meine Zweitlieblingsattacke von Elektro-Pokémon. Also ich hatte so meine Standardattacken, so Donner, Donner, Schock. Nee, ich glaube, Donner war sogar besser als Donnerschock, meine ich. Was, Totok? Ja, pff. Meinetwegen. Also ich fand immer Donner ganz geil, dann eben Donnerschock ging so, glaube ich. Donnerblitz war in Ordnung. Flammenwurf war ich richtig Fan von. Feuersturm hatte mir, ehrlich gesagt, eine zu geringe AP. Die Trefferwahrscheinlichkeit war auch nicht so die beste, aber die AP war echt besonders mies. Dafür hat es halt eben auch immens Schaden gemacht, aber im Vergleich zu anderen Attacken, jetzt zum Beispiel Flammenwurf, also Flammenwurf hatte zum Beispiel einfach ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Das, ja. Komm, das... Der muss doch jetzt mal langsam fallen hier. Nicht sehr effektiv, okay. Siebenunddreißig, sehr schön. Viel Geld. Also nochmal heilen. So, ich lasse mir das jetzt nicht entgehen. Ich klatsche da jetzt durch die Siegesstraße durch und hau den um. Die Siegesstraße ist aber wirklich nicht die Nachbildung von der aus Rot, Blau, Gelb. Einfach weil die so verdammt kurz ist. Also wir haben jetzt hier noch einen Raum davor. Von daher... Juckt mich das recht wenig. Ich speichere hier mal. Einfach nur so zur Sicherheit. Weil, wie gesagt, ich würde jetzt eigentlich gern noch durchkommen. Aber wenn es nicht klappen sollte, dann würde ich ungern im nächsten Part dann wieder von vorne den ganzen Weg laufen. Das ist so ein bisschen scheiße.
Oh nein, Flucht unmöglich. Muss das sein? Du, Flor, du bist echt... Meine Güte. Naja, mit einem One-Hit ist das auch in Ordnung. So, wir hatten ja intuitiv den richtigen Weg gewählt, von daher... Ne? Keine Lust auf einen Horn. Okay, das geht von der anderen Seite. Na? Da gucken wir mal auf den falschen Bildschirm und schon verläuft man sich. Okay, dann fangen wir es halt nicht. Auch in Ordnung. Ich bin ja echt so dankbar dafür, dass die jetzt in der zweiten, kann man es Generation nennen? Ich weiß es nicht. Also jetzt ab dieser Edition eben schon das drin haben, dass man die EP-Balken sieht. Das war ja in den ersten drei Spielen nicht der Fall. Also in den ersten drei Editionen. Leider, leider. Ich hätte hier auch mal speichern können, oder? So ein Mist. Ja, ich weiß. Ich bin lächerlich und so, weil ich die Pokémon-Liga besiegen möchte. Auch wenn ich mich keiner gefragt hat, ob ich das wirklich möchte. Aber anscheinend muss ich. Sneebel. Sneebel. Ich weiß gar nicht. Ich nehme mal Tornupto dagegen. Der hat ja ein paar starke Attacken drauf. Autsch. Das tut wirklich in den Ohren, wie mit diesem Bit-Sound. So, dann hätten wir das schon mal erledigt. Imperigator. Ja, ich möchte das Pokémon tatsächlich wechseln. Und zwar gegen... Duflor. Duflor kann da vielleicht ein bisschen mehr ausrichten. Versuchen wir es mal mit dem Absorber einfach erstmal. Ja, sehr effektiv. Reicht leider manchmal nicht. Ich werde es jetzt noch einmal einsetzen, um mit den KP ein bisschen Oberwasser zu haben. Und dann nehmen wir einfach mal Schlafpuder. Sehr schön. Ja, und jetzt können wir ihn ja runterhauen mit unserem Absorber. Das sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Ja, sehr effektiv. Ich sehe es. Wie es einfach mal nicht sehr effektiv ist. Ja. Schläft er immer noch? Ja. Sehr schön. Kann von mir aus so weitergehen. Wundervoll. Ja. Er ist jetzt eh hinüber. Sehr gut. Duflor ist noch wohlauf, halbwegs. Golbat. Wen setzen wir gegen Golbat ein? Ja, ich möchte wechseln. Ich setze mal Tornupto ein und nehme dann mal wieder Flammenrad. Im Zweifelsfall, wenn ich keine Ahnung habe, was die Schwäche ist, nehme ich immer hier schön Tornupto, Flammenrad und dann hat sich die Sache eigentlich. So war es auch früher immer schön mit Glurak. Jetzt musste ich echt mal überlegen, wie hieß das Pokémon nochmal? Oh Mist, so weit ist es schon, dass ich das vergessen habe. Fast. Nur fast. Jetzt reicht ein einfaches Glut, denke ich. Das passt. So. Smetbo schon wieder 43. Alpollo. Geister-Pokémon und Feuer habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht. Muss ich sagen. Ich
Ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle... Okay, es ist keine offizielle Schwäche, aber ihr seht selber, was das abgezogen hat, ne? Das ist schon ein bisschen heftig. Dafür, dass es eigentlich keine Schwäche von den Geistern ist und auch nicht mal sehr effektiv da steht. Gegen Kadabra können wir Tornupto auch noch drin lassen. Flammrad. Und nochmal Glut. Ich wollte früher übrigens immer ein Kadabra haben, aber ich hab's irgendwie... Ich weiß nicht. Magneton. Lassen wir es drin. Ist okay. Machen wir mal Stärke. Nicht sehr effektiv. Ja, okay, Boden gegen Elektro. Ich habe jetzt eher an Kampf gegen Elektro gedacht. Ih, das klang jetzt ekelhaft. Richtig ekelhaft, muss ich sagen. Komm, überleb das bitte. Also nicht er, sondern ich. Sehr schön. Ja, wir haben Pokémon Dieb besiegt. Wunderbar. Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe alles gegeben, was du besitzt und was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Jede Menge Gold. Gold? Pokédollar. Wie komme ich auf Gold? Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht mehr gewinnen kann. Und dann werde ich stärker. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Bleib bis dahin dabei. Jawohl. Ah. So. Gut. Den Rest erkunden wir dann im nächsten Part. Bis dann.